Wenn du mich fragst, was Substitution ist, das kann ich im Fachgebiet erklären. Aber mich hat natürlich auch interessiert, was bedeutet das Wort aus dem Duden. Und dort heisst es Ersatz. In Basel hat es Professor Ladewig, Dieter Ladewig, der hat das Modell entwickelt. Und das heisst Substitution. Das heisst, er hat gesagt, wenn wir jetzt Drogen sauber abgeben, dann braucht es die offene Szene. Dann können wir zurückfahren mit der Beschaffungskriminalität oder sie fährt sich zurück. Als sich Anfang 90er die Drogenszene in der Schweiz hat angefangen zu spitzen. Also zuerst Plattspitz, dann Letten, hier Bern Kocherpark. Hat sich die Situation zuerst in der Politik sehr bewegt, ist unter Druck gekommen. Die Gesellschaft konnte mit dem nicht so gut umgehen, sie hat sich gespalten. Es ist nicht so, dass denen das gleich gewesen wäre, aber sie waren überfordert gewesen. Wie viele Menschen oder mehr Menschen oft überfordert sind, wenn wir an Sachen ankommen, die wir vielleicht selber nicht möchten. Und in dieser Zeit ist natürlich in allen Grossstädten ein Hotspot gewesen, die sind in Europa bekannt gewesen. Es hat Umschlagplätze gegeben daraus und es hat eine Lösung annehmen. Ich betone das Wort extra so, das ist nicht meine Haltung. Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich besuche Leute, die rückfällig geworden sind, 20 Jahre im Programm sind, aber ich begegne am Menschen hinten dran. Und es berührt mich, dass das. Weil in dieser Zeit von dem Zusammensein ist eben nicht die Suchtkrankheit da, sondern die Begegnung. Du bist drogenkrank, aber es ist heikel, weil ich glaube nicht, dass das so muss bleiben. Und das ist nicht leichtgläubig, sondern ich glaube an Veränderungsmöglichkeiten. Ich glaube aber auch an Würde in der Substitution. Also ich glaube an ein Leben in der Substitution, wo es gut und besser werden kann. Und dann ist die Substitution halt da bis zum Lebensende. Aber der Inhalt wird anders, das glaube ich. Menschen, die anständig sind, ist nicht der Stutz zu oberst. Auch nicht top, das Wort genommen werden. Das ist in Deutschland vor einem Jahr statistisch erhoben worden. Es gibt jeden Tag Gelegenheit für so Begegnungen. Und es lohnt sich, viele Leute sagen, oh, ich kann das nicht, ich spende lieber. Und das ist okay. Aber es lohnt sich, diesen Schritt zu machen. Und wenn es nur ein ganz kleiner ist, ein Anschauen, ein Augenkontakt. Nicht für den anderen. Es passiert bei mir etwas.